Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Siedler 3 Gold Edition. Wir spielen die zweite ägyptische Kampagne. Überwältigt vom Erfolg unseres Feldzuges gegen die Piraten, wurde ich leichtsinnig. Auch habe ich nicht damit gerechnet, dass Zhu Tangs Chinesen so früh schon die Entscheidung suchen. Ich hätte es wissen müssen. Zhu Tang ahnt, dass wir die besseren Ökonomen sind und kann seine militärische Stärke nur ausspielen, solange wir unsere wirtschaftliche Stärke noch nicht ausspielen können. Wir sitzen hier wie die Maus im Mauseloch und die Katze Zhu Tang wartet nur darauf, dass wir herauskommen. Wir müssen wohl den Hinterausgang nehmen und uns nach Verbündeten umsehen. Ah, okay. Zu Teng, zu Tang. Also die Schreibfehler in diesem Spiel sind echt enorm, das muss ich echt mal sagen. Sie oder ihr Verbündeter haben alle Gebäude. Das ist das erste Mal, dass wir Verbündete haben hier. Lasst uns mal reinschauen, wie das wohl laufen wird. Okay. Da ist Zutang. Der ist ja direkt vor uns. Rohstoffe suchen. Der auch. Und der auch. Was ist denn das für ein Holzfäller hier? Der ist ja schrecklich platziert. Aber gut. Da sage ich jetzt nichts dazu. Ich habe auch schon schlimmere platziert. Zack. Ah, die Ägypter können in der Wüste bauen. Das ist cool. Ist mir gerade aufgefallen, weil normalerweise kann man hier ja nichts bauen. Was ist denn das für einer? Der hat viel Kohle und Gold. Eigentlich sollte ich es ihm klauen. Einfach so, weil ich es kann. Ich gehe nicht davon aus, dass wir Getreide in der Wüste anbauen können. Der ist noch wichtig, ein zweiter davon. Das hatten wir auch gelernt. Da breiten wir uns gleich weiter aus. Mühle, Bäckerei und ein Wasserwerk. Dann haben wir schon mal den größten Teil abgedeckt. Das passt. Kann ich da hinten irgendwie? Nee, noch nicht. Vielleicht, sobald ich Leute habe, mache ich hier noch mal einen kleinen Durchbruch. Gold, Kohle und Kohle. Hatte ich da nicht einen Soldaten hochgeschickt? Eisenschmelze. Eigentlich sollte ich da von vornherein Sachen klauen. Das hat ganz gut funktioniert, das Klauen. Ich brauche jetzt am Anfang, glaube ich, jeden Einzelnen. Die sind recht schnell im Abtransportieren. Da ist jetzt nicht so wirklich was. Aussichtsturm. Da ist ein Brett drin. Das nehmen wir. So, schauen wir mal. Ah, okay, Soldat kommt. Okay, vergessen wir das.
Okay, das mit dem Eisen vergessen wir. Aber es ist trotzdem ein guter Anfang, denke ich. Da ist Eisen. Ich brauche Eisen. Da. Ich brauche Gold. Da. Und Kohle. Da. Und Kohle und Eisen ist auch erstmal wichtig. Wo habe ich den zweiten Holzfäller hin? Wisst ihr das? Da ist er. Okay. Ich habe ihn einfach nicht gesehen, weil da einfach noch nichts ist. Okay, in die Richtung geht das Land noch ziemlich weit. Da kommt der letzte Stein, super. Achso, die Kampfkraft. Da wollte ich mal was dazu sagen. Und zwar wird die scheinbar so ausgerechnet, dass wenn drei Gegner sind, dass man mit 42 startet. Bei zwei Gegnern mit 50 und so weiter halt. Also zu beginnen und mit Gold kann man es aufwerten und die Ägypter haben noch die Fähigkeit, mit Edelsteinen auch noch aufzuwerten. So viel zur Kampfkraft. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich so eine kleine Minitruppe wenigstens darunter schick. Damit ich den ein bisschen verteidigen kann. Guck mal, der hat Edelstein. Ich habe nämlich keinen Edelstein. Natürlich rennen meine Soldaten direkt durch das gegnerische Land. Warum auch nicht? So, ich verteile gerade aktuell die Prioritäten nur einer nach dem anderen, dass das Material wirklich da landet, wo ich es haben will. Vielleicht funktioniert das ja auch ein bisschen besser dann für uns. So. Meine Soldaten schicke ich jetzt einfach nur hier mit rein. Das sind zwar nur vier Stück, aber das sind vier Stück haben oder nicht haben. Deswegen denke ich, das ist eine gar nicht so schlechte Idee.
da fehlen wieder Bretter, weil dem hier ein Brett fehlt, okay. Und warum fehlt dem ein Brett? Verrückt immer, sehr verrückt. So, ihr verteidigt hier. Mit dem Dieb gucke ich mal weiter. Vielleicht finde ich ja noch was Interessantes. So, der Holzfäller hier ist wichtig. Mit euch hole ich da hinten noch mehr Land. Der Dieb hat ein ziemlich großes Sichtradius, wenn ich das vergleiche mit einem Soldaten. Das ist ein super Speer, also eigentlich. Hier bitte weiterbauen. Eigentlich brauche ich auch noch keinen weiteren Turm, solange ich keinen mehr Platz... Also ich brauche den Platz gerade nicht. Weil die Gebäude, die ich brauche, sind hier drin. Es würde mich nur Material kosten, jetzt mich weiter auszubreiten. Ich meine, sobald ich eine Schmelze oder so brauche, brauche ich den Platz. Aber jetzt ist es noch nicht so weit. Und... Das passt so, denke ich. So. Was ist mit dir, mein lieber Soldat? Du hast nichts mehr. Okay, dann geh da hoch und wieder zurück zu den anderen. Jetzt will ich noch kurz in das Eck gucken. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass genau da was liegen wird, aber wer weiß das schon. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Jetzt ist die Frage, womit machen wir weiter? Holz haben wir, Kaserne wird fertig gemacht. Machen wir Wasser. Und danach die Bäckerei und die Windmühle, dass wir sozusagen das Essen fertig haben. Und danach kommen die, also die Minen kommen vorher. Ja gut, das passt. Wir haben mehr Fische, die wir auch den anderen geben. Das Gebirge da scheint nicht sehr ertragreich zu sein. Wenn ich das mal so sagen darf. Den Turm mache ich doch fertig, einfach nur damit ich unten den Stein bekomme. Der ist mir doch recht wichtig. So, in dem ganzen unteren Eck hier ist nichts. Das bedeutet aber auch, der Asiate ist nicht besonders weitläufig verteilt. Das bedeutet im Umkehrschluss für mich, dass ich mich nicht so arg auf Soldatenaufwertung konzentrieren sollte. Jedenfalls noch nicht, denke ich. Der hat was eingenommen, das wohl nutzloseste Stück Land.
weil es fast nur aus Wasser besteht. Ja, eigentlich gar nicht erst gucken, ob ich was brauche davon. Kohle. So, die Mühle ist fertig. Perfekt. Wasserwerk und Bäckerei brauchen beide noch Bretter. Ja, das scheint ja in Ordnung zu sein hier. Ich hätte euch gerne jetzt lieber hier. Okay, der Turm wird fertig gebaut. Auch eine sehr gute Sache. Es geht alles noch recht zäh voran. Hier so am Anfang muss ich sagen. Da hat's Edelstein, hey, cool. Was essen die eigentlich, Edelstein? Gucken wir mal. Essen Fisch. Ja. Und Fische haben wir ja. Sobald das jetzt fertig ist und besetzt ist, setzen wir hier nochmal den nächsten Stein. Steinbruch, genau da, und nochmal einen Holzfäller. So, das nächste, was fertig gemacht wird, sind die Minen. Dann stelle ich gleich wieder um, dass das... Also Eisen, ja, aber die Kohlemine braucht keinen Fisch. Da bin ich mir ganz sicher. Hallo, liebe Maus, genau. So. Zack. Und dann brauche ich da eigentlich noch eine Schweinefarm. Die kann in die Wüste. Ist die Frage, wo packe ich die Schlachterei hin da? So. Das schaut ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Da hinten wäre auch noch viel Land, aber da können wir nicht drüber laufen, glaube ich. Super, wenn da noch das Brett kommt, dann sind wir hier sogar recht schnell fertig mit dem Gebäude. Die sind mir auch recht wichtig. Und dann brauche ich eigentlich schon wieder so ein Gebäude. So, die Minen sind fertig, soweit. Fehlt noch die Goldmine, aber die ist mir erstmal nicht so wichtig. Wo ist denn der hier? Der da ist es. Sollen wir hier noch gucken, ob da noch was ist? Gelbe benutzt auch Diebe, das ist interessant. Das
Also der Asiate sitzt hier dazwischen. Wie weit sein Land reicht, weiß ich aber noch nicht. Okay, da sind Soldaten direkt. Dann laufe ich mal wieder hier hoch. So, habt ihr auch alle einen Tee bei euch? Trinkt ein bisschen was, kleine Erinnerung. So. Ich vergesse es nämlich auch immer. Bitte die beiden Gebäude fertig bauen. Ist blöd, dass die da einfach nicht fertig bauen. Nach dem Motto, oh, ich habe was Besseres zu tun. Nein, hast du nicht. Bau das Ding fertig. Okay, einer ist dran. Die Bond ist fertig. Gut. Immerhin. So, und der Rest ist mir eigentlich relativ egal. In welcher Reihenfolge das gebaut wird. Weil die erstmal alles sind, was ich baue. Ich habe da jetzt nichts anderes vor. Wo ist eigentlich mein Dieb? Der kann mal hierher. So, perfekt. Schmelze wäre jetzt eigentlich das Wichtigere. Aber damit ich schon mal Eisen vorbereiten kann hier. So, aber unser geliebter Gegner hier, der produziert ununterbrochen Eisen. Ich gehe mal davon aus, dass der auch ununterbrochen Soldaten herstellt dann. Okay, was macht er jetzt? Greift er mich mit einem Soldaten an, oder? Oder nicht? Ja, warten wir kurz. So viel Land hat er dann doch nicht, der Asiate. Ich weiß ja nicht, wie groß dem seine Truppenstärke ist. Ich weiß, dass mein Verbündeter keine Truppen mehr hat. Okay, da ist seine Schmiede und so. Heißt, wenn ich Land bis da unten einnehme und dann das Türmchen dazu, hätte ich die ganz schnell auf meiner Gehaltsliste. Okay. Die Schmelze schmilzt. Der Waffenschmied schmiedet.
Der pflanzt seine ersten Pflanzen an. Die Mühle malt, Bäckerei bäckt und buckt. Eins von beiden. Edelsteinmine wird ignoriert, so wie es sich gehört. Irgendwo hier muss die doch sein. Ist die Frage, ob ich es mit der Aufwertung probieren soll oder nicht. So, wir wollen nur eine dünne Landverbindung schaffen. So. Schwer zu sagen, wie es hier weitergeht. Achso, ich dachte, es wäre meiner gewesen. Ah, mein lieber Verbündeter, bitte arbeite anständig. Bitte bilde Soldaten aus. Bau dir mal eine Kaserne zum Beispiel. Das wäre gar nicht so schlecht. Und bitte bau dir mal ein Wohnhaus. Du hast zu wenig Leute. Beziehungsweise du hast deine Leute alle hier nur rumstehen. Kann ich jetzt auch nichts dagegen tun oder dafür tun. Boah, das geht sogar. Dann setze ich lieber den dahin und den hier, der soll hier aufräumen. Schlachterei und Schweinefarm. Perfekt. Und dann noch das Wohnhaus. Fischerhütte und dann Türmchen. Weil ich dann nochmal irgendwann so ein Wohnhaus hier bauen werde. Möchte. Muss. So. Hier kommt jetzt weiter. Und Land einnehmen, bis wir da unten sind. Okay, perfekt. Unsere ersten Waffen sind hergestellt. Und unsere Kaserne kann dann auch bald anfangen. Das ist sehr gut. Ein Lager kann ich noch nicht bauen, aber sobald der Turm steht, geht das. An dieser Stelle würde ich aber auch sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Danke fürs Zuschauen und schaut bei den Schlotzers vorbei, so wie immer. Ciao, ciao.